Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Heute schauen wir uns wieder ein Reaction-Video an. Also das ist ein Reaction-Video über ein Reaction-Video. Wir schauen das Reaction-Video von Stunrix einmal wieder. Und es geht um Filme, die ich nie geguckt habe, von einem Holzkopf-Reaction. Okay, wir starten direkt was los. Was geht bei den Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Ich ganz schnell. Ich habe nie Star Wars oder Harry Potter geguckt. Ich? Ja, warte mal, was? Harry Potter muss man doch geguckt haben. Okay, Star Wars wahrscheinlich auch. Habe ich sogar wirklich mal geschaut, den ersten und den zweiten, aber... fand ich damals nicht so geil und deswegen nie weitergeschaut. Vielleicht muss ich es mal nachholen, vielleicht finde ich es heute besser. Ah, nein. Ich habe auch noch nicht Star Wars geschaut oder Harry Potter. Das, was ich über Harry Potter und Star Wars weiß, habe ich aus Wikipedia. Und dem Harry Potter Wiki. Aber okay, ich muss die mal. Also, wie ist denn das denn? Wie darum läuft es jetzt gerade, dass der Holzkopf noch nie die Filme angesehen hat? Größten Film rein. Und ey, ich kann das erklären, okay? Denn ich habe eigentlich ziemlich viele Filme geguckt. Besonders das, was halt for free im Fernseher lief. Wir hatten damals nämlich noch ziemlich lange so einen alten Röhrenfernseher. Und da lief dann manchmal irgendein geiler Film um 20.15 Uhr, die ich mir immer reingezogen habe. Und da kam. Das waren eigentlich noch coole Zeiten zum Teil. Zum Teil. Es waren nicht bessere Zeiten wie die heute mit Netflix und Go, wo man auf Knopfdruck jeden Film hat. Das finde ich natürlich noch geiler. Aber damals, etwa 20.15 Uhr, immer ein Film. Im Wochentag kam immer ein Film und am Wochenende kam auf jeden Sender Comedy. Na gut, nicht auf jeden, aber fast jeden Comedy-Shows. Das fand ich auch immer cool. So Samstagnacht-News, die dreisten drei. Freitagnacht-News. Das war immer übelst geil. So nach dem Wochenende oder am nächsten Tag haben sie alle in der Schule darüber unterhalten. Das waren noch coole Zeiten. Nicht so cool wie heute, wie gesagt. Sicher so. Okay, das habe ich nicht miterlebt, aber. Okay. Ah, oh, die Filme haben. Mein Vater hat meistens die Fernbedienung und der schaltet immer die Filme dann ein, wenn sie schon 30 Minuten lang gelaufen haben. Und bei jeder Werbung schaltet er weg. Also, ich sag jetzt mal nicht, wie ich meine Filme jetzt alle herbekomme. Aber okay, ich glaube, das muss ich wohl nachholen. Ein paar Filme habe ich wirklich noch nie gesehen. Obwohl, es gibt ja auch ein paar Citizen Kane und so, da habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt ein paar Klassiker, die sollte man angesehen haben. Aber es kommen ja immer wieder neue Filme raus. Ich gehe auch eigentlich sehr selten ins Kino. Letzte Kinofilm war Sonic the Hedgehog. Also ich gehe nur wegen Sonic mich ins Kino gegangen, sonst gehe ich nie ins Kino. Matrix war ich nochmal da gewesen, Matrix 4. Aber ja, nachdem ich mir alle Matrix auf Amazon Prime angeschaut habe, alle Matrix-Teile, oder auf Google, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, auf dem Tablet habe ich mir angeschaut, die Teile von Matrix nochmal. Aber dann der Matrix 4 im Kino. Ja. Okay, ich rede mal, ich höre das mal auf zu reden und mache jetzt weiter. Einiges an Filmen zusammen. Dort war es aber auch immer ein riesen Gamble, was man rausbekommt. Sowas wie Star Wars und Harry. Oder wenn Werbung war, hast du auf einen anderen Sender geschaltet, dann voll vergessen, dass du eigentlich gerade einen anderen Film geschaut hast. Immer kritische Situationen. Potter konnten sich Sender wahrscheinlich nur selten leisten. Dafür gab es dann aber irgendwas mit Till Schweiger. Wow! Kam überhaupt. Ach, den hab ich nie gemacht, Alter. Kamen überhaupt alle Harry Potter-Teile in Free TV? Weiß ich gar nicht. Oh yeah! Ja, ich glaub schon, ja. Ja. Mir war aber auch egal, was lief. Denn kleiner Holzi hatte eh keinen Geschmack. Ich fand selbst die Avatar-Realverfilmung damals voll gut. Obwohl es. Oh nein. Das ist ja wohl der schlechteste Film schlechthin. Er hätte gut sein können. Aber er hat halt wirklich sehr wenig mit Avatar zu. Und die Serie eigentlich an sich auch. Die Grundstory ist zwar gleich, war beim Film auch so, aber es ist halt vieles weggelassen worden. Aber wichtige Dinge haben sie drin gelassen und das hat der Film zum Beispiel nicht gemacht. Ich meine, im Film konnten die Feuerbändiger ohne Feuerstelle nicht mal feuerbändigen. Hä? Die haben doch ihre Kraft aus der Sonne bezogen. Zu den meist gehassten Filmen zählt. Und ich glaube, es liegt... Selbst Wasserbändiger konnten dann ohne... Gut, es war eine Wasserquelle da. Die haben es aus der Umgebung gezogen, Blumen und so, aber... Es war möglich. Sogar auch mal Star Wars Teil 4, aber ich kann mich an nichts erinnern. Denn ich musste wahrscheinlich irgendwann mittendrin ins Bett. Bei manchen Filmen konnte ich aber doch länger wach bleiben. Denn ab und zu saß ich so mit meinen Eltern auf der Couch und es war schon 22 Uhr, lange nach meiner Bettzeit. Aber es lief ein Film und wir waren alle nur auf den Film konzentriert. Ganz normal. Also ich konnte immer einen Film zu Ende gucken. Wenn ich sagte zu meiner Mutter, ich kann jetzt gerade nichts, ich will den Film bitte noch zu Ende gucken, dann sagt sie, okay, nach dem Film gehst du dann ins Bett. Das war eigentlich immer easy. Bis dann irgendwann zwischendurch die Werbung kam. Und ich dann einfach nur noch da gesessen habe.
ganz unauffällig. So, dass ich ja nicht bemerkt. Warum bist du noch wach? Ich durfte mir auch nie in diesen Schuhläden diese Filme da reinziehen. Aber es ist so spannend. Ich kann mich aber erinnern, dass ich alle Shrek-Teile damals geschaut habe, weil es im Spielbereich von so einem Einkaufszentrum bei mir dauerhaft lief. Und diese Filmreihe ist so in meinem... Ich war einfach nur tot, um Shrek zu gucken, auch geil. Ich hab's Unterbewusstsein. Ich weiß nicht, immer damals in dem Einkaufszentrum geil fand. Also ich bin damals gerne mit meinen Eltern einkaufen gegangen. Aus dem einfachen Grund, was vielleicht die Jüngeren von euch heute nicht wissen, dass es früher in fast jedem Laden, vor allem in Rewe, eine Spielabteilung für Kinder gab. Da war ein Bällebad, da war eine Rutsche dran, da konntest du reinrutschen, da war ein Tisch mit Malzeug, da konntest du malen, da konntest du Ausmalbücher ausmalen oder da war manchmal ein kleiner Fernseher, da konntest du Fernsehen gucken. Das gibt's heute alles nicht mehr, wurde irgendwann einfach ausgebaut. Ich frage mich, warum? Dort haben die Eltern ihre Kinder hingebracht. Da war so eine Durchguckscheibe, damit die Mitarbeiter die Kinder beobachten konnten und dann war alles gut. Ey, das war übelst cool. Verankert. Vielleicht bin ich deswegen grün. Irgendwann haben wir dann Meine Gute hat keiner aufgepasst, weil die Kinder konnten auf sich selber aufpassen da. Wollte auch keins verschwinden dort, also ich hab's nie erlebt. Graded. Vom Röhrenfernseher zu einem modernen Fernseher. Und das war... Mein erster Flachbild war ein Plasma-Bildschirm und naja... Okay, die waren zwar cool zu jener Zeit, aber nicht so geil. So eine unnötige Investition. Also damit meine ich nicht die bessere Größe oder Auflösung. Das war geil. Aber unser Fernseher konnte noch 3D. Damals war 3D so im Hype. Also mit 3D-Brille. Weil so schnell wie der Hype kam, verschwand der auch wieder. Ja. 3D-Modus. Aber es war erstens unnötig anstrengend fürs Auge. Kennt ihr noch, vielleicht die Älteren unter euch, die Jüngeren wahrscheinlich nicht, damals auf Pro7, da gab es immer im Laden solche runden Teile, die musste man auf den Fernsehen kleben, damit die sich aufladen. Das war immer auf Pro7 und dann hat man die eingeschickt und konnte was gewinnen. Ich habe immer gesagt, das funktioniert doch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die auf das Pro7-Zeichen klebst an Fernsehen und dann laden die sich auf und du schickst die ein und gewinnst dadurch was. Das war doch einfach nur Marketing, damit du die Dinger kaufst. Und zweitens waren die wenigsten Filme oder Serien überhaupt 3D-kompatibel. Besonders kein Fernsehsender. Das Feature haben wir wirklich nur für ein paar Filme benutzt und seitdem nie wieder. Aber einer solcher Filmreihen damals war Kung Fu Panda. Und ich glaube, das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilmreihen. I mean, es war geil. Auch die Serie, Alter. Die Bösewichte waren verdammt cool und die Fights waren zu episch. Guckt euch das Feuer an. Holy! Es war auch eines der wenigen Filme, die wir überhaupt als DVD hatten. Deswegen habe ich diese Reihe auch viel zu oft geschaut. Damals war für mich auch neue Filme mit meinen Eltern kaufen voll das besondere Ereignis. Und ich wollte auch nie fragen. Und ich immer der nur Videospiele gekauft hat. Okay. Ich habe auch nur Videospiele gekauft. Oh, was habe ich denn gemacht? Also, ich glaube, letzte DVD. Wir haben einen SpongeBob SquamCop-Film geholt auf DVD. Ich glaube, das war's. Scheiße. Filme kaufen fand ich echt teuer. Fernsehen ist wenigstens kostenlos. Genauso wie diesen Kanal. Im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich, wenn man es mal so nimmt. Auch das Free TV bezahlt man ja mit, weil in der Miete dieser Kabelanschluss, den du in dein Haus hast, in dein Mietshaus, den bezahlst du ja mit der Miete mit quasi. Das soll jetzt entfernt werden, weil das herkömmliche Fernsehen kaum noch einer nutzt. Kanal zu abonnieren. Filme auszuleihen habe ich aber mit meiner Familie auch nie gemacht. Ich wusste früher lange gar nicht mal, dass das überhaupt eine Option ist. Ich glaube, heutzutage ist es auch wirklich keine Option. Ja, heute nicht mehr, aber Bibliothek, ich habe sie so geliebt, Alter. Jedes Wochenende einfach hin und das ganze Wochenende irgendein Spiel ausgeliehen. Oh, das war so geil. Ich habe eigentlich nie Filme ausgeliehen, immer nur Spiele. Meine Eltern immer nur Filme, ich immer nur Spiele. Aber damals habe ich es dann entdeckt, als ich in der Mittelstufe mit Freunden von mir Filmmarathons gemacht habe. Also es gibt, glaube ich, sogar weltweit noch eine Blockbuster-Videothek, die in Deutschland steht. Habe ich letztens ein Doku gesehen, fand ich echt krass. Wir haben an manchen Tagen komplette Filmreihen am Stück durchgeschaut. Und ich habe da so viele Filme nachgeholt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich von den super bekannten Filmreihen eigentlich nur Kung Fu Panda und ein paar Marvel-Filme geschaut. Aber zusammen als Gruppe haben wir dann zum Beispiel an einem Abend alle Herr der Ringe-Teile geschaut. Wann anders hatten wir auch die unendlich vielen Fast and Furious-Teile geguckt. Oder wir haben auch Fluch der Karibik geguckt. Kultur, die viele von den anderen schon kannten. Aber für mich war alles neu. Und ja, Star Wars oder Harry Potter. Damals hat ein Kumpel besoffen, also wir haben den Film 2012 geschaut, ein Kumpel war besoffen und ist in der ersten Minute schon eingepennt.
und erst aufgewacht, als der Film zu Ende war. Und erzählt dann rum, der Film war langweilig. Er hat ja gar nichts mitgekriegt. Hab ich ihn nicht geschaut. Ich glaube, meine Freunde mochten ihn nicht. Aber ich es fand ging eigentlich damals ganz cool. Wie es heute noch ist, weiß ich nicht. Aber damals fand ich ihn ganz cool. Doch eh nicht nur ums Filme schauen. Denn das war auch so immer eine echt coole Zeit. Vor allem auch, weil wir den ganzen Tag zusammen hatten. Snacks geholt haben, zusammen etwas gekocht haben. Also mehr oder weniger. Und zwischendurch immer etwas richtig Lustiges passiert ist. Am Ende, wer hat denn auch die Lampe so stehen? Waren wir auch immer so müde. Denn so Fast and Furious hatte zu dem Zeitpunkt 7 Filme. Wow. 7, die wir alle hintereinander. Du guckst doch mal lang, Alter. Dann geht einer davon 2 Stunden, Alter. Geguckt haben. Das sind 821 Minuten, also vom Tag fast 14 Stunden, die wir nur mit Filme gucken verbracht haben. Noch ohne all den anderen Kram. Ich also, liege eigentlich richtig, sind ja 7 Teile. Wie ihr euch denken könnt, war wach zu bleiben da wirklich eine Challenge. Bei Fluch der Karibik waren es auch 10 Stunden an Filmen und ich weiß, ich war zwar wach, also meine Augen waren noch irgendwie offen und ich habe hingeschaut, aber wirklich mitbekommen, was passiert ist, habe ich gar nicht. Eine schöne Zeit war es trotzdem. Komisch war es nur dann aber, als danach ein neuer Fluch der Karibik Film rausgekommen ist, Salazars Rache. Und wir alle ins Kino gegangen sind. Weil und den davor gar nicht mitgekriegt, das macht doch gar keinen Sinn. Da saß ich dann 2 Stunden und hab gefühlt als einziger irgendwie nichts gecheckt. Obwohl wir alle paar Tage vorher ja, ist ja klar, wenn man vorher nichts mitkriegt, Mann. Noch alle anderen Teile geschaut haben. Wer davon ist jetzt Saraza? Ich mag ihn nur aber eigentlich. Wenn man einen geilen Film hat, ist es schon einfach die wahre Experience, es auf einer riesigen Leinwand zu genießen und sich vom Surround-Sound zuballern zu lassen. Ja gut, den Sound habe ich auch zu Hause, von daher ist das nicht so schlimm. Kino ist nicht mehr so geil. Erstens sind ja die Preise auch ganz schön gestiegen und zweitens ist halt, als ich zuletzt im Kino war, da hast du halt bloß nach Handys leuchten sehen und das macht halt absolut keinen Bock. Ich bin ja immer gerne mit Freunden oder mit meinem Bruder hin, um die neuesten Marvel-Filme zu schauen. Auch wenn ich an der Snackkasse noch mein ganzes Erspartes und mein Erstgeborenes gebe, um ein... Der hat schon Erstgeborenes? Ein mittleres Popcorn zu bekommen. Und eine riesige Frechheit der Kinos ist auch, dass erstmal eine halbe Stunde Werbung läuft. Was, eine halbe Stunde? Damals waren es wenigstens noch 15 Minuten, ja? Hm. Aber eine halbe Stunde ist schon übelst krank, Alter. Bevor der Film überhaupt anfängt. Was soll das? Das ist das, was mich mit am meisten am Kino genervt hat. Immer die ganze übelste Werbung. Du zahlst schon einen Haufen Kohle für den Film. Und dann musst du dir noch 15 Minuten, jetzt 30 Minuten Werbung antun. Das ist so nervig. Die wollen doch, dass ich zu spät komme. Denn dann sitze ich da und esse während der Werbung schon mein ganzes Popcorn leer. Einfach ist das echt so? Du musst dich echt zusammenreißen, dass das Popcorn nicht vorher leer frisst, Mann. Wenn diese Kino-Trailer manchmal genauso spannend sind wie ein richtiger Film. Hey, das ist meine Lieblingswerbung. Da ist es. Was ist es? Der beste Laptop für Creator. Der MSI Prestige 16 AI Studio. Schnell weg hier. Oh nein, wir sind schon seit Stunden hinter uns. Wie ist dein Akku nicht leer? Der Prestige 16 AI Studio hat mit Hilfe von KI bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. Kein Problem, Alter. KI verlängert die Akkulaufzeit? Okay. Gibt's das nicht schon lange, indem du so einen Boost-Modus anschaltest oder so? Also, weil... optimiert. Wie wollen wir sie loswerden? Zum Glück kann ich am Prestige easy Effekte erzeugen. Denn fürs kreative Arbeiten ist das so ein Biest. Dank dem Prozessor Intel Core Ultra 9 und der Nvidia GeForce RTX 40 Grafik. Jetzt noch ein Glow drauf und zack. Yes! Starke Performance! Ja, auch richtig am Laptop mit After Effects und alles und mit vielen Effekten. Das Ding brennt ja einfach durch, Mann. Hey, hohe Sicherheit. Die Natur kann echt schön sein. Das stimmt. Starker OLED-Bildschirm. Boah, OLED! Wenn ihr nach AI-optimierten Produktivitätslaptops sucht, hat die Prestige-Serie eine große Auswahl an Modellen. Nicht im Kino, aber über den Link in der Videobeschreibung. Und dann beginnt erst der richtige... Ich bin eher der Fan von PCs. Ich habe zwar auch so einen Laptop mit Touch-Funktion. Den nehme ich immer mal, wenn ich mal kurz was nachgucken muss oder sowas machen will oder wenn ich unterwegs mal schnell brauche, aber... Lieber PC. Die gefilmt. Ich war zwar... Ich bin gerade auf dem Laptop, sieht man in der Kamera. Oh, Laptop-Kamera. Naja, okay.
Deswegen kann man da einfach Teile austauschen, wenn was kaputt ist. In letzter Zeit nicht so oft im Kino, aber ein so krasser Film, den ich letztens im Kino geschaut habe. Man kann ihn leichter upgraden. War Spider-Man Across the Spider-Verse. Der Artstyle und die Musik waren so gut. Ich war so drin. Ich hatte auch echt lange Avatar, den weltweit erfolgreichsten Film, nicht geschaut. Obwohl es schon ewig die Nummer 1 ist. Also der mit den blauen Menschen. Bis irgendwann der zweite Teil rauskam und Freunde mich spontan gefragt haben, ob wir ihn gleich zusammenschauen wollen. Aber ich hatte den ersten noch nicht geguckt. Also hatte ich noch schnell im Internet den ersten Teil in dreifacher Geschwindigkeit geschaut und war dann super knapp, aber rechtzeitig direkt danach ins Kino für den zweiten Teil. Unterschiedlicher hätte die Film-Experience nicht sein können. Um es aber klarzustellen, normalerweise schaue ich Filme sonst wirklich nie in höherer Geschwindigkeit. Das fühlt sich so falsch an. Aber generell... Jo, vor allem, da man auch viel verpassen kann. Filme online jederzeit schauen zu können, ist so... Ich habe auch einen Kumpel, der schaut Filme auch immer in doppelter oder dreifach Geschwindigkeit. Und wenn wir uns unterhalten, dann der sagt immer, hä, kam das vor? Nee, wer war denn der? Hä, warte mal, das ist doch ja nicht passiert. Ich sage immer so, guck doch Filme normal, Alter. Sonst macht's keinen Sinn, wenn du nichts mitkriegst. Ein Gamechanger, seitdem es Streamingdienste gibt. Und meine Freunde und ich haben das auch bemerkt, nachdem wir unsere Filmnächte gemacht haben. Dann müssen wir nicht mehr zerkratzte DVDs ausleihen gehen. Also haben wir unser Taschengeld in der 8. Klasse zusammengelegt und angefangen, uns einen Netflix-Account zu teilen, den wir alle jeden Monat bezahlen. Also in der Theorie. Denn rate mal, wer der Praxis klappt's nie. Netflix-Account damals erstellt hat und wem Netflix jeden Monat das Geld abbucht. Ja, mir. Das heißt, ich musste alle paar Monate den anderen hinterherrennen und nochmal nachfragen, ob sie mir ihren Anteil nachzahlen können. Funktioniert hat es aber. Und Fun Fact, diesen Netflix-Account teilen wir uns alle noch heute. Auch wenn wir alle nicht mehr auf die gleiche Das geht heute noch? Ich dachte, Netflix wollte das unterbinden. Also bei uns hat es nicht mehr funktioniert, wenn ich mit meinen Eltern den Account teilen wollte. Meine Mutter kam, also sie kam rein, aber sie konnte nicht gucken, wenn wir schon geguckt haben. Schule gehen und uns quasi nie sehen. Aber sie zahlen noch. Also jetzt so jedes halbe bis ganze Jahr Abstand. Aber es läuft und ich werde nicht gescammt. Oder Jungs? Jungs? Es ist aber schwer zu sagen, wie lange der Account noch bestehen wird. Denn Netflix hat ja jetzt beschlossen, Account-Teilen zu verbieten. Also genau das, was wir jetzt schon seit Jahren tun. Ich hatte letztens schon von Netflix so eine Warnmeldung deswegen bekommen und hab dann auf Schließen geklickt. Ist ja voll sinnig, wenn du es einfach schließen kannst, Mann. Ich das System gedribbelt? Ich hoffe auch, es bleibt überall so. Denn wie ich Filme schaue, hat sich auch komplett geändert, seitdem ich Streamingdienste habe. Ja, aber ich kann das zum Teil auch verstehen. Ne? Die müssen ja auch irgendwie Geld machen, um mehr Filme reinzubringen. Und sonst wird irgendwann kaum noch was geben. Oder es wird noch teurer. Es ist halt praktisch während einer langen Bahnfahrt oder zum Laufen lassen. Aber auch so kommen Filme viel mehr im Alltag vor. Selbst auf TikTok sehe ich manchmal dann sowas wie Part 12. Dieser Mann bekommt die Kraft, in die Zukunft zu sehen. Mit ganz besonders, wenn die Parts aus 30 Sekunden bestehen oder was ich auch oft erlebe. Die Parts, ein Part ist so eine Minute lang und dann willst du Part 2 gucken, weil es gerade so spannend war. Und dann besteht Part 2 30 Sekunden lang aus Part 1. Also, man kann schon... Es gibt Leute, die können nicht gut schneiden. Okay, aber so blöd zu schneiden, das muss man erstmal hinkriegen. Subway Surfers Gameplay direkt darunter und dem räudigsten KI-Voiceover. Also ja, not gonna lie, ich finde die auch echt spannend, wobei ich... Ich finde das immer geil, die KI wird das automatisch übersetzt. Aber auch denke, Filme sind ja viel mehr als nur ein paar Storypunkte zum schnell abhaken. Ich weiß, ich könnte jederzeit sowas wie Star Wars im Internet nachholen und endlich hinter mir haben. Und vielleicht bin ich auch komisch, aber ich will dafür auch eine Atmosphäre haben, die... Aber seltsam ist, ich mag die Star Wars Spiele. ...in Filmen gerecht wird. Dass es sich besonders anfühlt und zu einem Erlebnis wird. Dieser Mann ist sein Vater. Genau so. Ich verspreche aber, ich werde Star Wars nachholen, wenn ihr mir versprecht, dieses Video zu schauen. Hab ich schon gemacht, also musst du jetzt Star Wars nachholen, wenn ihr nicht. Wobei ich das auch nochmal machen muss. Ich habe ja nur Teil 1 und 2 geguckt und kann mich eigentlich kaum noch dran erinnern. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen, wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bitte. Oh, warte bitte. Oh. Ja, weiß ich. Was ich über Star Wars und habe schon gesagt, ne, oh Mann. Ja, muss ich wohl nachholen. Ich muss mal Star Wars gucken. Wo fängt man an? Mit Krieg der Sterne, das Original oder mit Episode 1? Ich weiß gar nicht, womit man anfängt.
Oh, Episode 1, ja, das habe ich mir auch schon fast. Fast habe ich das mir mal durchgucken können, aber im Free-TV läuft es nicht sehr gut. Und wegen der Werbung und so weiter und so fort. Und euch vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Das war Filme, die ich nie geguckt habe. Die ich auch nie geguckt habe. Und Sonrix anscheinend auch noch nicht richtig. Aber das war das Reaction-Video von Sonrix darauf. Hier ein Reaction-Video vom Terra Channel auf das Reaction-Video von Sonrix. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Wie immer. Daumen hoch für euch. Fürs Zugucken. Hier kommt er. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss.